Hallihallo, Grinders Gaming hier, nächste Folge Starbound. Wir haben in der letzten Folge einiges an Solarium-Erz gesammelt, 121. Und heute werde ich gucken, ob ich das Zeug alles irgendwie in Rüstung umschmieden kann. Ich habe keine Ahnung, ob es reicht, wir werden sehen. Ich muss auf jeden Fall erstmal hier hin, da muss ich jetzt mal erstmal meine ganzen Barren herstellen. Habe ja wieder mal einiges ausgebuddelt. 80 Kupferbarren, holla die Waldfee. Das ist ja übel. Dauert ein bisschen, ne? Dezent. Aber ja, irgendwann sind wir auch damit fertig. So, Ferrozium. Das Egisalt. Dann kommt das Violium. Dann kommen die Silberbarren. Wolfram habe ich auch noch. Okay. Ach so, wahrscheinlich habe ich das. Ah, ja, stimmt. Das habe ich während diesen Bounty-Kopfgeldaufgaben abgebaut. So. 60 Solarium-Sterne. Gut. So. Und jetzt können wir damit, wenn mich nicht alles täuscht, die beste Rüstung im Spiel herstellen. Ich glaube, das war die beste, ne? Oder nicht? Dazu brauche ich meine vorherige Rüstung plus Solarium-Erz. 28, es reicht auf jeden Fall dafür. Wir stellen sie jetzt einfach mal her. Die Füße haben 60 Verteidigung anstatt 50. Es ist auf jeden Fall eine bessere Rüstung, definitiv. War ja eigentlich klar. Ich will aber mal kurz was gucken gehen. Ich habe doch die. Wo habe ich die Dinger? Da unten. Genau, die Addons. Mal gucken. Wie muss ich das jetzt wieder machen? Abbauen, genau. So, jetzt packen wir mal das hier drauf.60, 150, 90. Die ist gleich gut, oder? Dazu brauche ich halt die Paladin-Rüstung. Das andere noch ausprobieren. Lanzenritter. 60, 150. Ja, das ist einfach. Das sind drei verschiedene Rüstungen, aber halt wahrscheinlich einfach Endgame-Rüstungen. Dann ist ja ziemlich egal, welche ich herstelle. Stellen wir jetzt einfach die her, da habe ich das Zeug dafür. Ist doch egal. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So. Schön. Jetzt sind wir ja ganz nackig hier. Müssen uns erst wieder anziehen. Schöne Sache. Man sieht natürlich nicht viel von der Rüstung wegen meinen Skins, die ich drauf habe. So würde das aussehen. Sieht ein bisschen arg komisch aus, aber ja. Ich habe ja eh die Skins drauf. So. Perfekto. Jetzt bringe ich die Module schnell wieder hier rein. Was sind sie denn jetzt? Hier. Genau, die packe ich wieder hier runter. Jetzt muss ich mich noch schnell beeilen und den Reis abbauen, bevor das Wetter hier wieder die ganzen Felder zerlegt. Und dann muss ich hier wieder weg. Sonst zerlegt das Wetter mir die ganzen Felder. Ja, wisst ihr Bescheid. So, ab ins Schiff. Sehr gut. Ich glaube, bessere Rüstung gibt es jetzt nicht mehr. Oder doch? Ich weiß es nicht. Wenn da irgendjemand mehr weiß, wie ich list, lasst es mich gerne wissen. Würde mich interessieren. Gut. Ja, und jetzt holen wir das Apex-Artefakt. Obwohl. Doch, machen wir. Komm, warum nicht? Missionen. Der Mininock-Stützpunkt. Anwenden. Habe ja gesagt, wir bauen die Rüstung, da holen wir das Apex-Artefakt. Und dann machen wir nochmal die Peacekeeper-Bounties und suchen nach den Hinweisen fürs fünfte Dingenskirchen, für die fünfte Spezies und dann irgendwann für die sechste Spezies. Und dann haben wir die Hauptquest vom Spiel auf jeden Fall durch. Mache ich mir noch ein bisschen Heilklumbum. Ich habe ja noch ein bisschen Pflanzenfasern dabei. Und dann muss ich nachher wahrscheinlich, wenn der Bosskampf kommt, hier mal auf die Nanowrap-Verbände wechseln.
Die heilen nämlich besser. 100 Gesundheit. 100 Gesundheit in einer Sekunde. 100 Gesundheit über 10 Sekunden. Ja. Okay, okay, stopp, das langt jetzt. Gut. Banane nehmen wir auch noch mit. Achso, mein Raketenwerferlein habe ich ja auch noch jetzt. Was geht denn da ab? Hey Soldat, schnell, wir brauchen dich unten in den Tunneln. Oh, warte, du bist nicht einer von meinen Leuten. Wenn du hier bist, um uns dich anzuschließen... Ich bin Lana Blake und wenn du so sehr in die Mininok-Festung möchtest wie ich, dann geh, benutze den Tunnelzugang, um ihre Verteidigung zu umgehen. Ich kann's. Wieso labern die alle so schnell hier? Das ist ja fies. Das kann ich ja gar nicht in Ruhe vorlesen. Ist da hinten was? Nee. Sieht so aus, als hätten wir uns einem Rebellenangriff gegen die Mininoks angeschlossen oder sowas in der Art. So, nicht betreten steht hier. Dann betrete ich's doch. Hallo. Warum schießen sie auf mich? Sehe ich aus, als hätte ich ihnen was getan oder tun wollen? Gut, doofe Frage. Wahrscheinlich sehe ich so aus, ja. Oh, guck mal einer an. Was ist das? Labor-Hatch. Als Blaupause. Hier geht nix. Hier ist aufgegangen, da gehen wir hier weiter. Oh, da oben ist eine wilde Rotzerei, ich sag's euch. Messungen zeigen, dass dieses Gebäude schwer verteidigt wird von stark bewaffneten Wachen, welche auf jeder Ebene patrouillieren. Toll. Da habe ich Bock drauf. Meine Scanner haben gerade einen weiteren Wächter entdeckt. Und noch einen. Und wahrscheinlich noch einen und noch einen und noch einen. Oh Gott. Oh, was ist das denn? Verteidigungssystem, Codex. Und das ist ein Mininok-Helm. Okay. Yes, yes. Also ich habe am Rädchen gedreht. Das sind ziemlich wilde Lichteffekte, wenn ich hier das Schwert benutze unter Wasser. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Schaut aus, als wären wir richtig. So, türisch, uff. Dies ist eine verknüpfte Schaltung. Mit der Senkung dieser Barrikade hat eine andere, eine Etage weiter unten dasselbe getan. Okay. Hier komme ich nicht durch. Sieht so aus, als könnten wir einen positiven Einfluss auf den Rebellenangriff gegen die Unterdrückung haben. Wundervoll. Jedes bisschen hilft. Sehr schön. Uff. Ah, Schalterchen. Da ist ein Schalterchen hinten dran. Da muss ich wahrscheinlich da unten... Nee. Ah, nee, da bin ich hergekommen. Das war auf der anderen Seite, glaube ich. Hallo. Ich will euch doch nur helfen. Ja, ist zwar geflunkert, aber egal. So. Lass mich mal gucken. Da unten war auch noch was. Genau. Hier unten ist eine Kiste. Mit Bericht über die Rebellenbasen. Und die Mininok-Weste. Findet man hier das ganze Mininok-Set wahrscheinlich in dem Fall. Ja gut, ob ich das jetzt anziehe, weiß ich nicht. Aber ich werde es trotzdem versuchen, irgendwie zusammen zu kratzen. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Da geht nichts. Da komme ich nicht rüber. Ja, dann gehen wir wohl hier lang. Ah, stopp. Ah ja, guck mal einer an. So. Schalter. So, jetzt ist wahrscheinlich unten. Jetzt hier unten geht jetzt was, ne? Genau. Machen wir öff. Licht. Sehr schön. Ich mag Licht unter Wasser. Was ist das denn alles? So, hier wieder hoch. Eine Kiste. Und das sind die Mininok-Beinschienen. Jetzt habe ich das ganze Mininok-Set. Sehr cool. Wie schaut es denn aus, wenn es fertig ist? Das ist, hat schon so ein bisschen was, aber nur ein ganz kleines bisschen was von einem Star Trooper, finde ich. So. Aber das hier finde ich irgendwie cooler mit dieser Kapuze. Wo so die roten Roboteräuglein rausleuchten. Ja, lassen wir so, behalten wir mal. Gut. Jetzt kann ich wahrscheinlich da oben weiter. Achso, jetzt muss ich wieder nach unten. Hier lang. Hier hoch.
Da oben ging nichts, aber hier wahrscheinlich, oder? Nee. Hä? Verwirrung macht sich breit. Hier ist zu, da drüben ging doch auch nichts, oder? Ah nee, da komme ich ja gar nicht rüber. Ich habe überall, ich habe alle Knöpfe wahrscheinlich zu viel gedrückt. Ich bin verwirrt. War hier unten irgendwo ein Schalter, den ich übersehen habe? Stopp, da habe ich nicht drauf gedrückt, oder? Och Menschenskinder, ich Dulli. Oh, jetzt aber. Herrlich. Hallo. Überraschung. Oh. Rakete hat einen dezenten Schwächeanfall kurz vorm Ziel. So. Grüß Gott. Hör auf. Sei doch einfach nett. So, Türe offen. Irgendwo. Da oben bei dem. Hör einfach auf mich zu schießen, dann mache ich dir auch nichts. Ich verteidige mich nur. Ich hatte jetzt keine Intention, heute Affenwissenschaftler zu töten. Das ist eine weitere Barrikade durch einen Generator geschützt. Ich glaube, wenn du die Schutzschilder abschaltest, kannst du den Strom deaktivieren und somit die Barrikade vernichten. Ich hoffe es. Ich applaudiere zu deiner Hartnäckigkeit bei der Verfolgung komplexer Ziele. Vielen Dank. Das finde ich sehr nett von dir, das zu sagen. So, hier geht nichts. Da kommt man auch so gar nicht durch. Das heißt, wir müssen hier lang, oder? Ja. Okay. Danger, das habe ich gern. Das sind merkwürdige Lebenszeichen in den Tiefen des Labors. Da sind, nicht das sind. Ja, werden wir gleich sehen. Affenzombies? Ja, natürlich. Oder Zombieaffen. Euch kenne ich schon. So, hier lang. Import. Jesus Maria, was für ein Schaden, ey. Gott, komm dem bloß nicht mehr zu nah, ey. Das war jetzt eine echt knappe Kiste hier. Oh, holla die Waldfee. Zum Glück habe ich nochmal genau hingeguckt. Oh, ho, ho, ho. Übel. Übel, übel. So, deaktiviert. Genau, jetzt kann ich wieder hoch, oder? Holla die Waldfee. Haben die gerade reingepfeffert, ey. Mann, du. Also echt. Genau, jetzt ist hier oben offen. Jetzt kann ich das Schalterchen aktivieren. Gut. Und jetzt kann ich auch hier rein. Lämpchen aus. Ein Weiser. Oder Visor. Brauche ich nicht unbedingt. Nehmen wir trotzdem mit. Bringt Geld. So. Blums. Denn hier? Ah, guck mal an. Also kann ich eh nicht abbauen. Aber das ist eh keine Big Ape Büste. Dafür müssen wir mal irgendwo wieder ein Apex Dorf finden. Das Ding haben wir ja eh schon länger jetzt auch die Aufgabe. Sollten wir auch irgendwie irgendwann mal fertig kriegen. Da kann ich gar nicht nach unten. Hätte ich das Ding vielleicht gar nicht aktivieren sollen? Ah ne, da bootet irgendwas, oder? Da bootet was. Das muss wohl so sein. Ja, dann müssen wir hier wohl noch ein bisschen warten. Wird auf jeden Fall mehr. Kommt mal ran hier auf den Meter. Du auch. Und ihr da drüben bitte auch. Oh, Batterien, sehr gut. Wenn jemand einen Farming-Spot braucht für Batterien, wisst ihr Bescheid, ne? Naja, so viele Batterien gab es jetzt auch nicht, aber ein paar halt. So, bist du jetzt fertig? Oder nicht? Achso, jetzt ist offen. Okay. Checkpoint. Oh oh. Das bedeutet nichts Gutes. Dies ist ein gut gebautes Schloss der Mininok. Ich weiß, du bist immer sehr vorsichtig, aber dieses Mal solltest du extra vorsichtig sein. Ja, ich versuch's. Hallöchen. Du hast es geschafft. Gut, ich bin aber verwundert.
Du musst beenden, was wir begonnen haben. Die letzte Verteidigung müssen fallen. Big Ape ist wirklich... Keine Ahnung, ich konnte nicht beides gleichzeitig lesen. Mensch. Darauf haue ich erstmal eine Vase kaputt. So. Muss ich jetzt Big Ape höchstpersönlich ausschalten hier oder was? Oha. Ja, hau mal weg. Ich habe nicht genug Platz. Taschenlampe auch weg. So. Ach so, ist hier vielleicht irgendwo eine Big Ape Büste? Ich muss aufpassen, bevor ich hier... Wo ist es denn? Eine Büste, doch, eine Büste von Big Ape, genau. Aber ich kann hier eh nichts abbauen, stimmt. Schon wieder verschwitzt. Schon wieder vergessen. So. Hallöchen, das ist Big Ape, tatsächlich. Oha. Der sieht ja sehr begeistert aus von mir. Gott, oh Gott. Oh Mann, ey. Oh, ich muss die Dinger treffen. Ich glaube, das machen wir lieber mit dem Flammenwerfer oder irgendwie so. Boing, boing, boing. Hör auf, du Knilch. Okay, ich habe was kaputt gemacht. Oh Gott. Jetzt fängt das andere Zeug an zu eskalieren. Das ist ja wunderprächtig. Du kannst auch wieder aufhören, ne? Habe ich gar kein Problem mit. Oh Gott. 50.000 fliegende Fäuste. Oh ja, natürlich. Freund Schnürschuh. Wie viel hält denn das Zeug aus? Oder hat sich das regeneriert, weil ich das andere kaputt gemacht habe? Ne, das eine ist gleich kaputt da. Geh kaputt, bitte. Es ist kaputt. Uhuhu. Ah. So reingeäumelt. Oh, macht das Schaden. Ich muss mich nochmal heilen. Es ist gut, du kannst aufhören. Mensch. Also echt, der spinnt doch komplett, ne? Ich treff so nicht. Oh Gott. Die 1000 fliegenden Fäuste wieder. Zum Glück bin ich so gut und weiche allen aus. Keine einzige hat mich getroffen. Bin stolz auf mich. Gott, ey. Hör halt auf, du Spinnkeib, du Elende. Oh ne, jetzt kommt wieder der Rappler-Angriff hier, ne? Ne, jetzt schießt er Raketen. Raketen gehen ja noch. Gleich ist noch so ein Ding kaputt. Geh doch kaputt. Du Lümmel. Jetzt. Oh oh. Heilung. Er rastet. Oh Gott. Hör doch auf. Du kannst wieder aufhören, bitte. Es langt dann mal. Oh, der spinnt doch komplett. Oh Gott. Jetzt ist er komplett durch den Wind, ne? Der ist kaputt. Das Ding dreht sich aber jetzt ein bisschen sehr schnell im Kreis hier. Heilung. Irgendwas stimmt mit Big Ape nicht. Ach komm. Oh Mensch. Yes. Aua. Natürlich kriege ich es noch an die Birne. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich daran jetzt noch gestorben wäre. Was habe ich jetzt? Ein Mini-Nock-Raketenwerfer. Ein Miniaturraketenwerfer entwickelt vom Typ Mini-Nock-Wissenschaftlern. Sag mal her, das Ding. Er kann nichts Spezielles. Was zur Hölle? Ach so. Ach so.
Okay, werde ich mir merken. Aber den probiere ich zuerst. Also den behalte ich jetzt erstmal hier. Der ist wirklich gut. So, damit hätten wir Big Ape ausgeschalten. Der ist wohl einfach nur ein Hologramm. Was haben wir hier Schönes? Ein Haufen Zeug, was gar nicht ins Inventar passt. Dann lesen wir das erstmal und machen es kaputt. Das brauchen wir auch nicht. Die Waffen werden wir wahrscheinlich mitnehmen und probieren irgendwie zu Geld zu machen. Da die Seile weg. So. Schön. War ja spannend. Sah auch gar nicht kurzzeitig wild aus hier mit meinen Überlebenschancen und so. Gut gemacht, Soldat. Dank dir war es das alles wert. Durch dich ist diese Festung gefallen. Und was ist dieses Ding? Dieses leuchtende Ding ist sehr ablenkend. Oh, ist es dies, weshalb du hier bist? Dann nimm es. Ich hätte jetzt beinahe nicht gesehen, dass es auf dem Tisch liegt. Soldat, ich denke, du hast dir etwas Unterstützung verdient. Ich würde dir gerne helfen. Ich habe Fähigkeiten, die für dich nützlich sein sollten. Dann komm, Schmidt. Dann komm, Schmidt. So. Sehr schön. Dann hätten wir das Artefakt der Apex auch. Gib mir diese Lavalampe. Ach, Mann. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Alles klaro. Lana hat den Outpost gejoint. Sehr gut. Sehr schön. Bin ich sehr dankbar. So, das war's hier, ne? Da oben komme ich eh nicht raus und durch. Ja, dann gehen wir jetzt zurück zur Arche und gucken, was die Lana kann. Oder hat. Oder macht. Und wir müssen ja zu Esther für die nächste Aufgabe. Bin ich mal gespannt wie ein Flitzebogen. So, hier könnte ja noch jemand hinpassen, rein theoretisch. Genau, jetzt fehlen hier noch zwei, dann ist das Ding voll. Wo ist die Lana? Da hinten ist sie. Hier passt auch noch jemand hin. Ich bekam eine neue Lieferung in Augmentation direkt aus den Rebellenlagern. Was? Die hat Verbesserungschips. Gesamtenergie erhöhen. Gesundheit erhöht. Geschwindigkeit und Sprungkraft erhöhen. Oha. Ist das geil. So gefällt mir die Geschichte. Das ist wahrscheinlich auch ein täglich wechselndes Angebot, gehe ich mal stark davon aus. Den Weiser auch noch weg. So, sieht schon wieder ein bisschen ordentlicher aus. Oder ist das nicht ein tägliches Angebot? Achso, und hier im Zelt kann ich noch pennen. Sehr schön. Naja, egal. Sie hat ja auf jeden Fall Augmentationen. Ich bin so erfreut, dass unsere Truppe wächst. Dass wir auf der Suche nach den Artefakten Verbündete um uns versammeln, ist fast so, als würde man ein neues Projektorat gründen. Okay. Belohnungsbeutelchen öffnen. Cool, zum Glück bekomme ich ein Einhandschwert mit 4,8 Schaden. Jetzt müssen wir das Glitch-Artefakt finden. Glitch tendieren dazu, auf Planeten mit sehr viel vulkanischer Aktivität zu wohnen. Sie scheinen sie nahezu gemütlich zu finden. Vulkanische Planeten kommen um feurige Sterne vor. Am besten du suchst dort nach Hinweisen. Ich weiß, dass die Glitch ein wenig ungewöhnlich sind, aber unterschätze sie nicht. Pass auf dich auf, ja? Die Glitch, die kenne ich. Ich bin selber einer. Yes. Cool. Sehr cool. Perfekt. Was konnte eigentlich er nochmal? Ach stimmt, er gibt mir einen Segen. Sprungerhöhung. Oha. Oder die Waldfee. Stimmt, er gibt einen Segen. Die andere hatte diese Gladiator-Arena. Der eine Dude hat Aufgaben für mich zum Sammeln. Was zur Hölle ist das für ein Ding? 0,7 Schaden pro Sekunde. Okay, ist wahrscheinlich einfach nur Spaßgegenstand. So, jetzt will ich noch kurz in den Outpost. Ah nee, stopp, du bist ja der Falsche. Ich muss ja hier gucken. Der hat ja... Oh, falsche Adlerlizenz für 80.000. Ich kann das Schiff nochmal upgraden lassen. Zum Glück habe ich nicht so viel Geld, sonst wäre es nämlich jetzt weg. Ich kenne mich, ich kenne mich. So. Hallöchen, meine Eltern waren selten und alle vier... Ich habe einen sehr guten Stammbaum. Okay. Ich dachte, da will sie mir anschließen, aber ist wohl doch nicht so. Hallöchen. Schockhandschuh, gefrorener Bumerang. Ja, jeden Tag neue Waffen-Upgrades. Ich weiß, ich weiß.
Punkt, Punkt, Punkt. Ja, freut mich auch, dich kennenzulernen. Holla, die Waldfee, spring ich hoch. Übel. Autsch, ich spring so hoch, ich krieg sogar Schaden. Cool. So, jetzt muss ich mal aufs Schiff und mein Inventar noch leer räumen ein bisschen. Sonst habe ich mal wieder Probleme, wenn ich doch mal das zeitliche segne, ist alles weg. So, Erze und andere Dinge. Mineralien, Diamanten, hier das Zeug. Diese Prismascherben lasse ich auch mal hier drin. Habe ich was übersehen? Wahrscheinlich schon. Da ist noch Kohle. Kupfer. Passt. Genau, jetzt kommt hier das Zeug rein. Da habe ich noch was übersehen. Das eine Egisold-Erz da. Genau. Hier haben wir noch ein bisschen Flüssigkeiten. Oh je, oh je, oh je. Ein Durcheinander und Wirrwarr in diesen Kisten hier. Aber irgendwie kriegen wir es hin. So. Langt erstmal so. Genau, hier kann ich irgendwelche Waffen reinlegen und andere Dinge. Das hier zum Beispiel. Sodele. Hier auch. Gut. Da kommt das Mac-Ding, kommt auch noch dahin. So. Was war das eigentlich nochmal? Ah ja, genau, Station Deployment Probe, genau. Ja. Ja. Schimmeliges Essen. Alles in das auch noch im Inventar, im Rucksack. Ist das eklig? Ist das eklig? Ist mal so. Gut. Ja, liebe Leute, da sind wir für heute durch. Ich habe mal wieder ein bisschen überzogen. Aber wir haben das vierte von sechs Artefakten gefunden. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support. Ihr seid megamäßig geile Menschen. Ich hoffe, ihr werdet jeden Tag ein Ticken geiler. Ihr wisst Bescheid, das würde mich megamäßig freuen. Genau wie es mich megamäßig freuen würde, wenn ihr den Kanal auscheckt, Likes, Kommentare, Abos dalasst, das Glöckchen aktiviert. Und dann hoffe ich, wir hören uns in der nächsten Folge Star Wars oder vielleicht in einem anderen Video. Nochmal vielen Dank und haut rein. Geile Zeit noch. Ciao, ciao.